Also hier die Natur. Einheit im Einander. Jeder, jeden. Das sieht natürlich richtig kompliziert aus. Zack, zack, zack. Wird irgendwas geschnappt in der Umgebung. Alles hat so eine merkwürdig abstoßende Strukturen, Konglomerat um sich herum. Und deshalb sieht man in diesen Moiries genau dasselbe wie in der Natur. Lass mal es abspielen. Und es bewegt sich wie wild. Dabei bewegt sich das kaum. Zwei Sachen. Das da, die Fennel-Gürtel und das da. Schauen wir uns Fotos im Hubble-Mikroskop an. Da geht, was geht da? Da gehen so Streifen durch und gehen, ja, ganz knapp parallel auch so Streifen durch. Und da gibt es so ein Muster. Sehen wir alles wieder. Können wir? Wunderschön. Das halten wir mal fest. Das ist ja auch interessant. Wunderschön Form. Tolle Muster. Hier das Ding. Gucken wir uns gleich an den Original. Fotos vom Hubble-Mikroskop. Bewegt sich kaum die Scheibe. Okay, schauen wir uns Fotos aus der Natur an. Das ist der Radiation Belt als Grafik. Sehr schön gemacht. Ich strecke mich an und suche da ewig lang um. Das sind diese komischen, geschwungenen, sichelförmigen Körper. Da schwirren die Dinger drauf rum. Ist natürlich die Frage, ob die das so machen oder ob diese Umeinungsstrukturen so hopfen. Das ist die Vanellenprobe, habe ich vorher gezeigt. Schön, wie die da weggehen. Bis ins Endlose. Wow, da sieht man diese viele Reihen. Wie es hopft und wie sich's verändert. Da kommt der Ding, da kommt Sonne her. Und da nun schwingt sich so ein bisschen ärger aus. Die Erdeinheiten um einen die Sonne. Das habe ich, das haben wir uns ja ausführlich schon mal besprochen oder in meine Texte geschrieben. Das haben wir. Das ist auch so eine schöne Grafik vom Fennel-Gürtel. Das ist jetzt aber ein anderer Körper, macht genau dasselbe. Da hat es dann in der Senkrechte ordentlich Gammastrahlen zum Teufel. Gut. Da ist dasselbe nochmal in Rundform. Das ist ja natürlich alles plastisch. Gute Grafik, kann man jetzt jammern. Da ist das jetzt alles drauf. Das viereckige Ding, das dreieckige Ding, das runde Ding und das viereckige Ding. Die zwei Sachen, die beherrschen irgendwie das gesamte All. Zumindest die runde Formen. Diese Fiedern aus und hängen ineinander und passen prima durcheinander durch. Und es ist ja schön so, dass sie das machen. Hier Bolzgrad rechtwinklig durch. So ist Natur. Da, diese Streifer weg. In der Mitte umeinen sie sich irgendwas. Da ist in der Mitte natürlich was, was wirklich interessant ist. Da auf dem Ring muss da was sein. Oder ist eine Explosionswolke und es verschwindet. Da ist das. Da genau in der Mitte. Die zwei Dinger. Wunderschön. Wie die sich gegenseitig umeinen. Da immer noch mal so. Ist ziemlich wild. Wie gesagt, das bewegt sich kaum. Da sind jetzt die Linien weglassen. Was nur da in der Mitte kommt, da dreht man irgendwie durch, gell? Da geht gar nichts mehr mit dem Auge. So ist Natur, wenn du das auch noch räumlich sehen würdest. Keine Chance. Du weißt, das sind Seifenblasen ineinander, die durcheinander passen. Guck das von außen an,
Du blickst keinen Meter. Wie einer gesagt hat, wenn er 400, 300 Atome in Computer eingibt, muss der Computer größer sein wie das bekannte Universum. Schön gemacht. Nochmal das, ganz kurz, einmal und zweimal. Das Gestrickte. Interessanterweise war das immer genau der gleiche Winkel. Also die Linie und runde. Wie übereinander. Ja, jetzt ändert sich der Winkel. Jetzt kommen die Rundformen von Ellengürtel. Und jetzt wieder merkwürdige Supernovas. Wie sowas. Das ist der Winkel. Perfekt, genau der Winkel. Stimmt's? Kann ich ja nochmal probieren. Ich hole nochmal ein. Aber ich weiß nicht, ob er da drauf ist. Normal sollten wir sie ja blenden. Komme ich auch noch dazu irgendwann, dass ich das nachkriege. Ja, das ist das. Also hier sieht man halt schön, es bewegt sich kaum. Und trotzdem lichtet da was weg in einem Wahnsinnstempo. Gell, das Licht schnappt sich natürlich, das ist auch eine Umeignungszusammenschmelzung, aber sie schnappt sich immer die Stellen, die überlagern. Es schnappt sich jeder einzelne Ding. Das gibt's nie. Es schnappt sich immer. Es sitzt immer auf die Sachen auf, die sich schön überlagern. Weil wir da noch, da haben wir auch noch einen, nicht übel. Da zieht es von der Sonne weg. Okay, haben wir alles? Ja, haben wir alles. Den haben wir nicht. Ja, ziemlich wildes Ding. Da haben wir also jetzt Rundformen und, was sehen wir da? Ach, zwei Rundformen ineinander. Zweimal Rundformen. Die bildet ja in der Mitte diese Zigarre. Zwischen zwei entsteht noch so schöne längliche Form, wie Zigarrenform. Ist ja auch schon mal öfters bekannt worden, dass Kerne Zigarrenform hätten. Okay, Leute.